Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 7153, Nazis raus aus dem Stadion, Neonazis im Umfeld des Fußballs gemeinsam entgegentreten. Ich eröffne die Aussprache zu diesem Antrag und für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Düngel das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beginnen wollte ich eigentlich noch mal ganz kurz mit dem Kollegen Yetim. Der ist jetzt leider nicht da. Das Thema Hooligans bzw. Rechtsradikalismus hat ihn offenbar nur gestern interessiert, aber wie auch immer. Herr Kollege Yetim, dann gehen wir zu Protokoll. Sie haben uns gestern vorgeworfen, dass wir Hooligans unterstützen würden als Piratenfraktion. Ich finde das eine Frechheit. Wir Piraten sind die einzigen hier, die sich von Beginn an für ein gewaltfreies Stadionerlebnis eingesetzt haben. Wir sind die einzigen, die von Beginn an unseres Einzugs hier in den Landtag die Fanrechte thematisiert haben. Wir sind diejenigen, die mit den Fans im Dialog stehen. Es ist unsäglich. Es ist unsäglich, dass Sie ignorieren, dass wir mit dem vorliegenden Antrag einen konkreten Vorschlag einbringen und erreichen wollen, dass endlich vernünftige Konzepte erarbeitet werden. Kollege Yetim, schämen Sie sich für diesen Wortbeitrag. Sie sind es, der das Problem hier verharmlost. Es sind eben nicht nur einige Hooligans, es sind gewaltbereite Nazis und Rechte, die da in Köln für Chaos gesorgt haben. Denken Sie darüber nach, was Sie gestern von sich gegeben haben. Eins noch. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, dass es schlecht ist, alle Fans über einen Kamm zu scheren und gegen alle repressiv vorzugehen. Dass man gegen Nazis im Stadion andere Maßnahmen braucht, als gegen einen Jugendlichen, der Landfriedensbruch begeht. Der Fanforscher Dembowski, die BAG, viele Fanvertreter haben letztes Jahr genau dasselbe gesagt und geben Ihrem Innenminister, liebe rot-grüne Regierungsfraktion, Ihrem Innenminister die Mitschuld am Erstarken der Neonazis im Stadion. Dembowski schreibt, der repressivere Kurs gegenüber der Ultraszene habe den Nazis in den Stadien den Weg geebnet. Mit Ihren Konzepten sind Sie gescheitert, Herr Innenminister. Repression ist der falsche Weg. 2011 waren fast die Hälfte der befragten Deutschen der Meinung, dass in Deutschland zu viele Ausländer lebten. Ein Drittel der Befragten ging von natürlichen Unterschieden zwischen weißen und schwarzen Menschen aus. Das belegen Zahlen aus der Studie Deutsche Zustände von Professor Heidmeier aus Bielefeld. Sie, Herr Innenminister, verweisen in der Debatte immer gerne auf die Fanprojekte. Das reicht allerdings nicht aus. Fanprojekte können diese Aufgaben mit übernehmen. Allerdings sind nach wie vor die Kapazitäten für diese Fanprojekte nicht ausreichend vorhanden. Es werden Netzwerkpartner gebraucht, und zwar in den Vereinen und auch hier in der Politik. Die Vereine dürfen nicht mehr wegsehen. Was hilft? Aufklärung, Bildung, Vorbild sein. Vereine, Politik müssen Vorbild sein. Mehr Prävention, mehr Stellen für die Fanprojekte, ordentliche zivilrechtliche Ausstiegsprogramme. Lieber Innenminister Jäger, Sie kennen unsere Anträge dazu, die sind alle im Innenausschuss und auch hier im Plenar, hier plenar beraten worden. Die Ergebnisse kennen wir dann alle. Was wir vor allem aber auch brauchen, sind genau die toleranten und aufgeklärten Fangruppierungen. Viele Ultragruppierungen haben sich in den letzten Jahren gegen Rassismus eingesetzt. Einige haben in ihren Vereinen Druck gemacht, dass die Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet wird. Aber leider fehlt hier häufig die Unterstützung der Vereine und auch der Politik. Die Realität: In den Kurven werden diese linksorientierten Fangruppen allzu oft gegängelt. Manche Vereine knicken regelrecht ein vor den Rechten. Aachen ist hier oft genug schon als Beispiel zum Beispiel zitiert worden. Die Vereine müssen wir dazu bewegen, dass sie die toleranten und offenen Fangruppen unterstützen. Diese linken Ultragruppierungen sind eben nicht unser Problem, sondern die Nazis im Stadion. Im November letzten Jahres, Herr Innenminister, sagen Sie im Innenausschuss, dass wir das Problem mit Neonazis im Stadion nicht verniedlichen dürfen. Was Sie mit Herrn Minister Dün besprechen, ist wahrscheinlich auch wichtig, aber vielleicht sollten Sie irgendwann anfangen, den Piraten zuzuhören, haben wir in den Thematiken auch zu den Flüchtlingen ja auch schon gesehen. Nun, im Innenausschuss haben Sie gesagt, Sie dürfen das Problem Neonazis im Stadion nicht verniedlichen, aber eben auch nicht überbewerten. Nun ja, es ist wohl eher so beim Verniedlichen geblieben.
Es ist gut, dass viele Vereine bereits sämtliche Nazi- und Hogesa-Symbolik aus den Stadien verbannt haben. Aber das ganze Thema wurde viel zu lange vernachlässigt. Den Rechtsextremisten geht es um die Verbreitung ihrer Ideologie und um Rekrutierung neuer Mitglieder. Dort, wo viele Menschen regelmäßig zusammenkommen, im Stadion. Ich möchte die Stadien nicht den Nazis überlassen. Ich möchte nichts den Nazis überlassen. Ich möchte nicht, dass die Welt von Deutschland so Bilder sieht wie vom vorletzten Sonntag aus Köln. Die Redezeit. Ein letzter Satz, Frau Präsidentin. Ich wünsche mir schöne, bunte, tolerante Choreos und Gesänge, eine tolerante und offene Stimmung in den Stadien. Rassismus und Co. sollen die Menschen im Stadion und auch außerhalb des Stadions doof finden. Das ist ein langer Prozess. Wir werden diesen Prozess aktiv begleiten. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, wir sehen uns am 15. November in Hannover, wenn die nächste Nazi-Demonstration der Hogesa angesagt ist und wir auf der anderen Seite dagegen demonstrieren. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege Düngel. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, Herr Kollege Düngel, Ich bin aus dem Kreis des Parlaments darauf aufmerksam gemacht worden, da ich Sie ja nur von hinten sehen kann, dass man durchaus erkennen konnte, welche Symbolik und welchen Schriftzug Sie auf dem T-Shirt tragen. Sie wissen, dass aus gutem Grund der Plenarsaal, der Ort der parlamentarischen Auseinandersetzung, der verbalen parlamentarischen Auseinandersetzung ist. Hier argumentieren wir mit Wort und Widerwort. Und Sie wissen sehr genau, dass es nicht richtig ist und dass wir hier auch eine Verständigung darüber haben, dass an diesem Ort von Wort und Widerwort plakative Bekundungen über Zeichen, Symbole auch auf T-Shirts nicht zulässig sind. Und zwar völlig unabhängig vom Inhalt der Botschaft, die transportiert werden soll. Deshalb bitte ich Sie ganz besonders herzlich und vor allen Dingen auch aufgrund der Tatsache, dass Sie bis vor kurzer Zeit selbst hier oben gesessen haben, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Denn bei Ihnen darf ich aus gutem Grund unterstellen, dass Sie das nicht aus Versehen getan haben, sondern sehr bewusst dieses T-Shirt getragen haben. Noch einmal, es geht um Wort und Widerwort und nicht um plakative Botschaften durch nonverbale Botschaftsträger. So, mit dieser Ansage hat dann Herr Kosinski für die SPD-Fraktion das Wort. Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Piraten, Herr Düngel. Ja, Sie hatten ja auch andere kritisiert, die nicht zuhören, deswegen wollte ich auch zu Ihnen dann direkt sprechen. Aber ich werde jetzt nicht auf das eingehen, was Sie hier am Anfang Ihrer Rede über Kollegen aus der SPD-Fraktion oder über andere Bewertungen gemacht haben. Ich glaube, das haben alle gehört und können auch alle selber bewerten. Dieser Antrag der Piratenfraktion ist, glaube ich, das unterstelle ich immer noch, gut gemeint, aber zu kurz gesprungen. Weil das auch, was Sie hier als Begründung anfügen, passt nicht zu dem, was Sie gesagt haben. Sie haben wieder das große Thema, in dem wir, glaube ich, alle sind, alle gemeinsam einer Meinung sind, dass Nazis weder im Stadion noch sonst irgendwo in der Bundesrepublik Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Städten, auf dem Land zu suchen haben. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Haus jemand eine andere Meinung hat. Das, was Sie in der Zusammenfassung jetzt mit der Veranstaltung in Köln und dann diesen Problem bringen, ist meiner Meinung nach auch ein falscher Trugschluss oder ist der Versuch, über dieses Thema ein anderes Thema zu besetzen, was schon lange aktiv von vielen Gruppen in diesem Land, von Fanprojekten, von Vereinen, von der DFL, vom DFB, auch von der Politik in diesem Haus, von Parteien, von Fraktionen gemacht wird. Und deshalb haben wir eine völlig andere Wahrnehmung, als Sie sie haben. Bei allem Versuchen, bei allen richtig beschriebenen Tendenzen, die es gibt, dass solche Gruppierungen wieder versuchen, in den Sport hineinzukommen oder in die Stadien, gibt es aber eine Fülle. Und gerade auch in der Nachfolge zur Hogesa-Veranstaltung haben Vereine in der Bundesliga, auch der anderen Ligen, aktiv reagiert. Sie haben ihre Stadionverordnung verändert, sie haben ihre entsprechenden Satzungen angepasst. Es gab aktive, offizielle, auch von Fangruppen organisierte Aktionen in den Stadien. In meiner Heimatstadt in Köln hat der FC und hat die Fankurve mit einem riesigen Transparent gegen Rassismus und Extremismus reagiert. Und das sind klare Signale, dass da etwas passiert. Die Gefahr, die ich sehe. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber Sie holen so wenig Luft während des Redens. Herr Kollege Düngel würde Ihnen nämlich gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, ich sonst ja, aber im Moment, ich hole so wenig Luft, weil ich das eigentlich sehr emotional sehe. Okay.
was da passiert. Weil den Eindruck, den Sie erwecken, der ist völlig, völlig daneben. Es gibt diese Tendenzen, das habe ich schon gesagt, aber Sie verblenden völlig aus, dass es bestehende Netzwerke gibt, dass es bestehende Aktivitäten und auch gute Initiativen vor Ort gibt, die weit vernetzt sind über Politik, über die Fanprojekte, über die Vereine. Und eine Darstellung, dass dort nichts passiert, die kann man hier einfach nicht so stehen lassen. Dass noch eine Menge zu tun ist, ist klar. Herr Düngel, mein letzter Satz. Ich glaube, dass ein über allen Dingen schwebender runder Tisch das völlig falsche Signal wäre, sondern lassen Sie uns gemeinsam unterstützen, was vor Ort passiert. Die Fanprojekte, die Vereine haben Verantwortung, die sie auch wahrnehmen, die sie noch mehr wahrnehmen müssen, mit unserer Unterstützung vor Ort, aber nicht mit einem übergestülpten runden Tisch, der schwebt über allen Sachen. Vielen Dank. Herr Kollege, bleiben Sie jetzt bitte trotzdem am Redepult, weil Herr Düngel sich jetzt zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Jetzt gerne. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Kosicki. Zunächst, ich gehe selbstverständlich davon aus, dass das komplette Hohe Haus eben gegen Nazis aktiv ist. Deswegen hatte ich ja auch meine Rede dann noch beendet mit dem Hinweis auf die nächste Veranstaltung, auch wenn sie außerhalb Nordrhein-Westfalens stattfindet. Aber ich glaube, dass eben Rechtsradikalismus keine Grenzen kennt, maximal die von vor 70 Jahren. Ich will darauf eingehen. Selbstverständlich gibt es viele Aktivitäten in den Stadien. Auch gerade am vergangenen Wochenende gab es sehr viele Choreos der verschiedenen Ultragruppierungen etc. Ich finde nicht richtig, dass wir uns als Politik dahinter verstecken und sagen, es ist ja da schon viel passiert. Wir sollten noch die Akteure sein, die das aktiv mit begleiten und aktiv versuchen, dann letzten Endes auch mit zu steuern, dass diese Problematik eben nicht weiter auftaucht. Und nein, was ich geschildert habe, ist eben keine Übertreibung. Sie haben das selber Sonntag gesehen. Ich weiß ja, dass Sie in Köln waren. Sie haben selber gesehen, dass dort etwa 4.500 Menschen rechtes Gedankengut verbreitet haben. Und wenn wir da dann hier noch davon sprechen wollen, dass das irgendwo ein kleines Randproblem ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Das war eine Kurzintervention. Sie haben jetzt ebenfalls 90 Sekunden zum Antworten. Ich habe nur zwei kurze Antworten. Ich habe es nicht verharmlost. Wir stehen nicht am Rande. Wir steuern alle mit. Und ich glaube nicht, dass diese Veranstaltung, die hat nichts mit Ihrem Antrag zu tun. Sie sagen, Sie wollen einen runden Tisch für das Stadion. Sie wollen verhindern, dass Nazis ins Stadion kommen. Da sind wir alle bei Ihnen, dass dieses Verbot kommt oder diese Aktivitäten kommen müssen, die wir auch unterstützen. Wir verharmlosen nichts, wir behindern nichts, wir helfen dabei. Aber es gibt eine bestehende Landschaft in Nordrhein-Westfalen, die das ausprägt. Und das wollen wir weiter unterstützen, aber nicht mit einem runden Tisch. Dankeschön. Der nächste Redner ist Herr Kollege Hegemann von der CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen von den Piraten, Sie haben ja nun mit dem Thema von gestern die Beantragung für heute vorgenommen. Es geht also Ihnen in dem Prolog erstmal um die Vorgänge in Köln. Da sind wir in vielen Bereichen einer Meinung. Die Fehleinschätzung des Ministers bleibt, auch wenn er sie gestern etwas relativiert hat. Es war wieder mal ein Armutszeugnis der politischen Führung, wie man mit Gewalt auf der Straße umgeht. Aber eins müssen Sie sich von dem SPD-Kollegen nachsagen lassen. Der Herr Herrmann sitzt hier vorne. Ihre Distanz zu gewaltbereiten Hooligans, die suche ich noch. Der erklärt im Ausschuss, das hat es doch immer gegeben. Früher hat man sich auf der Wiese gekloppt, heute eben im Stadion. Ja, was ist das denn für eine Einstellung? Was ist das? Ja, das ist O-Ton Ihres Kollegen. Ich weiß nicht, Herr Görfges, ob Sie das so miterlebt haben oder nicht. Auf jeden Fall die Distanz zu Hooligans, die müssen Sie herstellen. Sie müssen ganz klar sagen, ich lehne Gewalt ab, ganz klar von welcher Seite. Und auch heute kaprizieren Sie sich wieder auf Rechte. Wir lehnen Gewalt in Stadien von allen Menschen ab. Es hat keiner das Recht, Gewalt auszuüben. Ob das Leute mit Migrationshintergrund in Dortmund sind, ob das Deutsche, Rechte, Linke sind. Bei Ihnen sind die linken Ultras die Guten. Genau wie die gewaltbereiten Gegendemonstranten, die auch Gewalt ausüben, sind bei Ihnen auch die Guten, leider bei den Grünen auch etwas. Also Sie nehmen für sich ein Recht in Anspruch, das Sie nicht haben. Sie haben kein Recht, Gewalt auszuüben. Und auch ein Rathaus zu sperren,
ganz egal gegen wen, ist eine Gewaltausübung. Sie können ja gleich noch hier rumschreien, wie Sie wollen. Herr Kollege Hegemann. Entschuldigung. Projekt ist bisher gescheitert. Es gibt den Wunsch nach Zwischenfragen, zum einen bei Herrn Düngel und zum anderen bei Herrn Kollegen Sommer. Möchten Sie die zulassen? Klar. Okay, dann Herr Düngel. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Ich denke im späteren Verlauf wahrscheinlich noch mal über meine Aussage eben nach, was das gemeinsam gegen Rechtseinstehen angeht. Ich wollte was fragen. Sie bemängeln die Distanz der Piraten zu den Hooligans. Ich gestehe, am vorletzten Sonntag war meine Distanz zu den Hooligans etwa 200 Meter. Ich war nämlich genau auf der friedlichen Gegendemonstration. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass da irgendwie keine friedliche Gegendemonstration war. Können Sie aber auch nicht wissen. Meine Frage, wieso sehe ich Sie so selten und wieso sehe ich auch Vertreter Ihrer Fraktion so selten auf solchen Veranstaltungen? Also Kollege Laschet hat ja auch eine interessante Pressemitteilung dazu rausgegeben, wo er eigentlich gemeinsame Aktivitäten fordert. Vielen Dank. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich sage, ich gehe zu solchen Veranstaltungen auch nicht. Sie gehen da gerne hin. Gestern habe ich gehört, sind Sie mit Zug hingefahren. Vor einiger Zeit sind Sie nur im Dienstwagen wahrscheinlich hingefahren. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich gehe zu keiner Gegendemonstration, die von linken Chaoten beherrscht wird. Das sage ich Ihnen auch ganz deutlich. Und wenn Sie mal die Polizeiberichte nachfragen, die Ermittlungsverfahren sind meist gegen Autonome in einer größeren Anzahl als gegen die ursprünglichen Rechten. Die Gewalt anwenden, sind die Gegendemonstranten. Das sind nicht die Guten. Wer Gewalt anwendet, kann kein Guter sein. Ach, Sie. Herr Kollege Hegemann, würden Sie jetzt die zweite Zwischenfrage auch noch zulassen von Herrn Kollegen Sommer? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wahrscheinlich hat jeder noch Redezeit gleich, aber jetzt frage ich erst noch mal Herrn Kollegen Hegemann, ob er die zweite... Okay, Herr Kollege Sommer dann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Kollege Hegemann, dass Sie die Frage zulassen. Sie sprachen gerade davon, dass man nicht nur rechtsmotivierte Straftaten und Gewalttaten in Stadien verdammen sollte, sondern auch linksmotivierte Straftaten und Gewalttaten in Stadien. Ich hätte von Ihnen mal gerne gewusst, wie viele linksmotivierte Gewalttaten sind Ihnen in Stadien der Bundesliga in den letzten 2 Jahren bekannt? Die Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es aus Polizeiberichte gibt, wo auch drin steht, dass Linke Straftaten begangen haben. Und ich habe nicht gesagt, nur Rechte dürfen es nicht. Es darf niemand, ob Linke oder Rechte, es hat niemand das Recht, Gewalt in Stadien auszuüben. So, und das muss doch wohl eindeutig sein. Und deshalb sage ich nochmal, diese Kaprizierung auf Recht, Sie wollten dem Innenminister jetzt einen auswischen. Im Übrigen weiß ich auch nicht, wie Sie es kontrollieren. Sie wollen ja alles Mögliche im Personalausweis wahrscheinlich noch verzeichnet wissen. Also da muss ich wirklich den Innenminister in Schutz nehmen. Sie hatten noch Redezeit genug. Das jetzt auch noch zu kontrollieren, wird schwierig sein. Und bei der ganzen Problematik, und ich sage, wir haben viel zu lange und zu friedlich mit Radikalen diskutiert. Wir müssen denen die Grenzen aufzeigen, mit den Vereinen, mit den wohlwollenden Fangruppen, mit Herrn Rauball. Der war ja auch mal eine Woche zumindest Innenminister hier, der muss ja auch wissen, wo es lang geht. Die müssen natürlich auch in die Verantwortung genommen werden, bestenfalls noch unter Moderation der Politik, aber auch das Zeigen von Zwangsinstrumenten. Nur Haya Pupaya und Heile Heile Gänschen, da lachen die sich tot drüber, über uns. Die nehmen uns doch nicht ernst. Und deshalb, wenn ich Ihren Antrag lese, einen runden Tisch und alles diskutieren, dann nehmen wir uns bei den Händen, summen laut und tanzen unseren Namen. Das ist alles, was dabei rauskommt. Das ist unglaublich, was Sie hier als... Der Landtag fordert die Landesregierung auf, das ist lächerlich. Das, was Sie fordern, da muss ich wirklich sagen, fällt mir schwer. Aber das macht die Landesregierung schon. Es hat mit der Realität überhaupt nicht, fühlt sich auch nicht angesprochen. Ach Gott. Also es gibt einen wichtigen Grundsatz. Wenn Sie Zwischenrufen machen, so laut, dass ich ihn hören kann. Sonst müssen Sie Mund halten. Sie stören mich nicht, aber... So, also ich sage nochmal, die Ernsthaftigkeit des Problems hat mit Ihrem Vorschlag als Lösungsansatz überhaupt nichts zu tun. Entweder sagen wir den Gewaltbereiten, hier ist Ende, null Toleranz,
Hier sagt der Staat Feierabend oder wir sagen, der Staat gibt seine Machtposition auf. Und das will ich nicht. Fußball muss friedlich sein. Fußball muss eine schöne Nebensache sein. Fußball muss möglichst ungefährlich sein. Ganz werden wir das nie schaffen. Und das, wenn das nicht geht, muss der Staat seine Härte zeigen. Das nützt auch nichts, indem wir sagen, wir ziehen uns aus den Stadien zurück und machen eine Deeskalationsstrategie. Das ist der falsche Weg. Dankeschön, Herr Hegemann. Bleiben Sie bitte gleich am Redepult. Herr Hegemann, Herr Hegemann, Herr Kollege Hegemann, ich bitte Sie ans Redepult zurück, weil Frau Kollegin Bär Ihnen gerne, Frau Kollegin Bär sich zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Sie müssten sich jetzt einmal eindrücken. Okay, alles klar. Mikro ist frei. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herr Hegemann, ich habe in der Tat dazwischen gerufen. Schade, dass Sie es nicht direkt gehört haben. Ich habe Ihren Beitrag als vollkommen unangemessen angesichts der Ausgangslage, der Demonstrationslage empfunden, angesichts der Rolle der Rechten bei den Demonstrationen, angesichts der Verquickung zwischen Hooligans und Rechten, die wir gestern hier miteinander diskutiert haben. Ihr Beitrag war ein Beitrag zur Verniedlichung rechter Gewalt und dass Sie hier an dieser Stelle. Und dass Sie hier an dieser Stelle, Herr Hegemann, versuchen, das alte Muster zu bedienen. Man muss die Linken hier ins Spiel bringen und damit dann die Frage dann auch versuchen abzuwägen und runterzuspielen, wie rechte Gewalt sich hier neuerdings positioniert in Nordrhein-Westfalen. Das finde ich unsäglich. Ich bin tief enttäuscht, dass Ihre Fraktion diesen Redner zu diesem Punkt hat sprechen lassen. Sehr geehrte Frau Kollegin Oberlehrerin, ich hätte was falsch gemacht, wenn Sie nicht enttäuscht gewesen wären. Das sage ich Ihnen. Also Ihre moralische Art, hier in die Debatte einzugreifen, die geht mir gegen die Hutschnur. Der Erste, der das Wort links hier eingebracht hat, war der Kollege Düngel, der von Linken, jetzt muss ich überlegen, wie haben Sie es formuliert, also von linken Fangruppen gesprochen hat. So. Das zeigt doch, dass es die gibt. Also, ja, Entschuldigung, die sind auch gewaltbereit. Und ich habe noch einmal gesagt, es hat niemand das Recht, Gewalt auszuüben. Sie wollen uns nicht verstehen, das ist das Problem. Das ist das Problem. Sie lenken ab von der Unfähigkeit des Ministers. Ich sage noch einmal, die Fangruppen, diese miesen gewaltbereiten Gruppen, nutzen es aus, wenn der Minister sagt, das ist kein Gewaltspiel, da erwarte ich keine Randale und genau dann gehen sie dahin. Also Sie müssen auch die Strategie überdenken, aber zu sagen, mit einem runden Tisch können wir dieses Gewaltproblem lösen, ich schäme mich, dass in Nordrhein-Westfalen sowas passiert. Jo, vielen Dank, Herr Hegemann. Und als nächste Rednerin spricht für die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Schäfer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ehrlich erschüttert, dass wir von so einem politischen Althooligan hier vor Ort hier im Landtag hören müssen. Sie verharmlosen rechte Gewalt. Sie verharmlosen hier rechte Gewalt, sie diskreditieren Zivilgesellschaft. Das finde ich ehrlich gesagt fast noch schlimmer. Am 26. Oktober gab es die gewalttätigen Ausschreitungen von Hooligans, von Neonazis. Aber es gab auch eine friedliche Demonstration dagegen. Es gab auch 750 Personen etwa aus dem bürgerlichen Spektrum, die dagegen demonstriert haben und Flagge gegen Rechtsextremismus gezeigt haben. Und dass Sie diese Menschen so diskreditieren und zivilgesellschaftliches, bürgerliches Engagement hier so in den Dreck ziehen, das finde ich unerhört und das finde ich eine Unverschämtheit sondergleichen. Weil, und ich finde, Herr Hegemann, das muss man hier schon noch mal auch deutlich machen, dass diese Zusammensetzung, die wir hier haben bei der Hugesa von Hooligans, von Neonazis, dass das eine gefährliche Entwicklung haben, die wir zu verzeichnen haben, eine Gewaltbereitschaft, die wir so noch nicht erlebt haben, mit einer Ideologie, die von Menschenfeindlichkeit, von Rassismus, von Islamhass geprägt ist und wo der antimuslimische Rassismus als Mobilisierungsthema dient. Ich finde, wenn man sich das anguckt, was wir da in Bildern gesehen haben, dann müssen wir uns doch hier darüber auseinandersetzen, was das zu bedeuten hat in dieser Gesellschaft, wenn hier schlichtweg gegen Musliminnen und Muslime
Muslime, gegen unsere Nachbarinnen, unsere Bürgerinnen und Bürger gehetzt wird. Darüber müssen wir uns doch auseinandersetzen. Und das, finde ich, dürfen wir auch dieser Hogeser nicht durchgehen lassen. Auch die CDU darf das nicht. Und ja, ich gebe den Piraten recht, dass sie in ihrer Analyse, dass die Althooligans hier zurückkommen, ein Stück weit in die Stadien und auch auf der Straße, dass es hier um einen Hegemonieanspruch geht, sowohl im Stadion gegen Ultrabewegungen, insbesondere gegen antirassistische linke Ultrabewegungen und auf der anderen Seite aber auch auf der Straße gegen Salafisten, gegen Musliminnen und Muslime. Und das Beispiel Aachen, was die Stadien angeht, ist ja auch schon genannt worden. Und ich finde, das macht gerade noch mal deutlich, dass die Hooligans eben nicht unpolitisch sind, dass der Fußball nicht unpolitisch sind, sondern ganz im Gegenteil, dass der Fußball immer wieder missbraucht wird und dass die Hooligans hier eben rechte Symboliken und rechte Themen besetzen. Und sowohl Aachen als ja auch Dortmund mit Siegfried Borchardt sind ja Beispiele dafür, dass eben der Fußball missbraucht wird und dass sowohl der Fußball als Mobilisierungsthema gilt, aber eben auch die rassistische Hetze. Was neu ist, das haben wir gestern hier ausführlich diskutiert, was aus meiner Sicht wirklich neu ist, ist der Zusammenschluss von Hooligans und von organisierten Rechtsextremen aus Parteien wie NPD, Pro-NRW, die Partei Die Rechte, der Kameradschaftsszene Skinheads und aus der rechtsextremen Musikszene. Neu sind die hohe Mobilisierung, neu ist auch diese massive Gewaltanwendung, die wir erleben müssen. Und da müssen wir ganz deutlich machen als Parlament, und ich hoffe, dass die CDU dabei ist, wir müssen deutlich machen, dass wir als Rechtsstaat sowas nicht hinnehmen können, sondern konsequent gegen solche Bewegungen vorgehen müssen. Frau Kollegin, statt einer Zwischenfrage von Herrn Siebecke. Herr Siebecke. Ja. Bitte schön, Herr Kollege Siebecke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schäfer, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und Sie haben ja auch eben die Versachlichung angesprochen. Stimmen Sie mit mir überein, dass Sie ja eben gerade die Gewaltbereitschaft angesprochen haben, dass es in diversen Innenausschusssitzungen gerade durch Wortmeldungen der Piratenfraktion zu Verharmlosung auch des Gewaltpotenzials von der Ultraszene und von Hooligans gegeben hat in diversen innenpolitischen Themen im Innenausschuss? Also, Herr Siebecke, Entschuldigung, wir diskutieren gerade über das Thema Rechtsextremismus und darüber, dass Herr Hegemann hier eindeutig rechtsextreme Gewalt verharmlost hat. Es geht hier nicht um das Thema Antirassismus, um linke Bewegungen. Dass wir Gewalt nicht tolerieren, ist hoffentlich klar in diesem Haus und auch nicht von linken Gruppen. Aber Sie können doch nicht immer das eine gegen das andere aufwiegeln. Die Gefahr, die wir haben in Nordrhein-Westfalen, geht vom Rechtsextremismus aus. Und das müssen wir hier auch so deutlich machen. Und ich finde es schade, dass die CDU dem nicht übereinstimmt. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Hegemann? Bitte. Bitte schön, Herr Hegemann. Frau Kollegin, haben Sie zur Kenntnis genommen, dass ich in keiner Weise die Gegendemonstranten in Köln kriminalisiert habe? Wenn Sie das weiterhin behaupten, bitte ich, das im Protokoll nachzulesen und zu rügen. Das ist nicht der Fall. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das noch klarzustellen. Wie so oft Sie... Ach, Bärscher. Das Plenarprotokoll können wir dann ja alle noch mal nachlesen. Was Sie hier definitiv gemacht haben, Sie haben gesagt, dass Gewalt bei Demonstrationen von Gegendemonstranten ausgeht. Und das ist die Verharmlosung, die wir meinen. Und das geht nicht. Zum Antrag. Ja, natürlich sind die Fußballvereine in der Pflicht, hier Flagge zu zeigen. Und zum Glück gibt es ja in einigen Stadien auch schon Verbote, Hogeser-Symbole zu zeigen. Ich finde es aber hier nochmal wichtig zu betonen, dass wir hier nicht über ein alleiniges Fußballproblem reden. Wir reden über ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und deshalb ist meines Erachtens auch dieser runde Tisch der falsche Ansatz. Frei nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Was wir aber brauchen, ist die intensive Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Deshalb bin ich gespannt, was die IMK zu diesem Thema hervorbringen wird, was die Analysen angeht. Wir sind gerade dabei, von der Landesregierung aus ein Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu erstellen. Es gab ja 5 Regionalkonferenzen, vielleicht waren Sie auch auf der einen oder anderen, da war das Thema Sport, meines Erachtens zumindest da, wo ich war, war das Thema und das wird auch Eingang in das Handlungskonzept bringen. Und was wir aus meiner Sicht brauchen, sind keine runden Tische, wir sind eigentlich in der Diskussion und in der Auseinandersetzung und den Möglichkeiten doch schon weiter. Wir brauchen das Handlungskonzept gegen Rechts, wir brauchen eine
vertiefte Analyse des Phänomens Hogesa und dem Zusammenschluss Hooligans und Neonazis. Wir brauchen eine stärkere Wahrnehmung und Analyse durch die Sicherheitsbehörden. Natürlich brauchen wir auch repressive Maßnahmen, sowohl im als auch außerhalb des Stadions. Und wir brauchen die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Dazu lade ich insbesondere auch die CDU ein. Und aus diesen Gründen werden wir den Piratenantrag ablehnen, weil wir meinen, dass wir eigentlich schon weiter sind und keine runden Tische brauchen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Lürbke. Herr Präsident, ich habe ein Déjà-vu. Bitte weisen Sie mich, sollte ich an den Rand meiner Redezeit kommen, kurz daraufhin, ich gelobe dann auch sofort meine Rede entsprechend zu beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben bereits gestern über die erschreckenden Geschehnisse in Köln debattiert. Diese Geschehnisse nehmen Sie, werte Fraktion der Piraten, nun als Aufhänger für einen weiteren Antrag. Auch wir wollen bekanntermaßen den Fußball vor Gewalt oder vor extremer Gesinnung schützen. Und klar ist, in Nordrhein-Westfalen darf es niemals eine Plattform für gewaltbereite Extremisten geben. Aber, meine Damen und Herren, gestern hat dieses Parlament die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum NSU-Terror in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Und wir müssen zeitgleich resümieren über den größten Aufmarsch Rechtsextremer in Westdeutschland seit langem. Hooligans, rechte Hooligans, die beschämt fernab vom Fußball auf der Straße offen ihren Hass gegen alles Ausländische und den Staat kundtaten. Viele davon trainierte Muskelpakete, die wissen, wie man zuschlägt. Und die Verknüpfung zwischen Hooligans und rechter Szene oder wie es einen Politikwissenschaftler nennt, dem missratenen, rechtsextremen Teil der Fußballfamilie. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Fakt ist auch, das Auftreten der Hogesa in Dortmund am 28.09. und Essen am 21.09. war auch hier schon extrem aggressiv. Mehrere Personen in Essen, unter anderem der spätere Redner in Köln, wurden laut Polizei wegen Widerstands festgenommen. Und die Polizeimeldung vom 22.09. lautete, ich zitiere das mit Erlaubnis des Präsidenten, insgesamt zeigten sich die 15- bis 48-Jährigen extrem aggressiv. Ein Großteil ist als Gewalttäter aus der Fußballszene bekannt. Ich sage daher nicht nur Nazis raus aus den Stadien, sondern alle Gewalttäter, meine Damen und Herren. Und dann darf man auch zugleich nicht zulassen, dass diese Personen stattdessen die Straße zum Schauplatz ihrer Gewalt und Hetze machen. Dem müssen wir entschlossen entgegentreten mit allen Mitteln des Rechtsstaates, aber natürlich ebenfalls, es klang eben schon an, die Vereine, die Fans, die Fanprojekte, DFL, DFB, Sie haben die Protagonisten ja in Ihrem Antrag beschrieben. Und viele machen das ja auch. Herr Kosicki hat zu Recht darauf hingewiesen, die DFL setzt gegen Rechts ja auf das Programm Pfiff oder lässt sich beispielsweise durch Experten des Neonazi-Aussteigerprogramms Exit beraten. Aber wichtige Präventionsprojekte, wie zum Beispiel die gute Arbeit der Fanprojekte, können doch nur dort tragen, wo auch die ausgestreckte Hand des Staates nicht verhöhnt und allein eine harte Gangart der Polizei und der Justiz verstanden wird. Keiner von uns wünscht sich das. Aber in so einem Worst-Case-Szenario wie in Köln, da muss ich dann auch mit starken Polizeikräften klar zeigen, wer Herr im Haus ist. Und genau das ist in Köln nicht passiert, mit fatalen Folgen. Schauen Sie mal, was 2008 bei der Pro-Köln-Demo am Heumarkt mit bis zu 1500 gewaltbereiten autonomen Gegendemonstranten aufgeboten wurde. 4000 Polizeibeamte, Sperrstellen, Reiterstaffel, 40 Hundeführer mit Langleine. Gewalttäter wurden konsequent eingeschlossen mit Personalienfeststellung und Zuführung zur Gefangenensammelstellung. Nur 12 verletzte Beamte, das ist schlimm genug, aber 404 freiheitsentziehende Maßnahmen, 44 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Klares Signal nach draußen damals, für Rechtsextreme gibt es keinen Platz in Nordrhein-Westfalen. Und vorletzten Sonntag in Köln, 4800 Gewalttäter gegen 1300 Beamte, der Mob konnte toben und sein Erfolgserlebnis bekommen. Für viele gewaltbereite Hooligans ist das die Bestätigung, dass die Szene eben noch lebt. Und da bin ich wieder bei Ihrem Antrag. Werte Fraktion der Piraten, die Bilder, die aus Köln um die Welt gingen, der mediale Aufruhr, all das, was war ein gefährlicher Punktsieg für die rechte Szene in diesem Land. Ein erfolgreicher Schlagabtausch mit einer zahlenmäßig absolut unterlegenen Polizei,
offenes Demonstrieren rechter Gesinnung, Pöbeleien, Beleidigungen, Randale und alles mit mehr oder minder freiem Geleit. Im schlimmsten Fall beste Werbung für extreme Klientel. Im schlimmsten Fall rotten sich verschiedenste Kreise, die vorher gar nicht miteinander zu tun hatten, dauerhaft zu einer neuen Dimension von Gewalt zusammen. Im schlimmsten Fall werden die Fankurven von rechtem Gedankengut infiziert und Hooligans versuchen mit neuem Selbstbewusstsein ihren Platz in den Kurven zurückzuerobern. Und da stimme ich Ihnen zu, Herr Düngel, all das müssen wir gemeinsam mit allen Netzwerkpartnern verhindern. Aber der misslungene Einsatz in Köln unter Verantwortung des Innenministers hat jedoch langjährige Bemühungen konterkariert. Und die daraus entstandenen Mobilisierungs- und Rekrutierungseffekte in der Szene sind noch gar nicht abzusehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Lübcke. Vielen Dank für die Punktlandung. Ich habe überhaupt kein Déjà-vu heute. Als nächster Redner für die Landesregierung ist Herr Minister Jäger am Pult. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, die Diskussion heute hier zeigt, dass, um eine differenzierte Diskussion tatsächlich zu diesem Thema sachlich zu führen, ein Block 1 für dieses Plenum viel zu wenig ist. Und ich rege wirklich an die Fraktionen, sich dieses Themas etwas intensiver und vor allen Dingen etwas sachlicher anzunehmen. Der Hinweis sei gestattet, Innenausschusssitzungen sind dazu hervorragend geeignet. Ich glaube, wir müssen, wenn wir den Antrag der Piraten diskutieren, versuchen, diesen ganzen Diskussionspunkte, die heute sehr vermischt worden sind, miteinander zu differenzieren. Wir haben auf der einen Seite Gewalt in den Stadien, vor allem auf den Reisewegen zu den Stadien. Das ist traurige Realität, übrigens nicht nur in der ersten Liga, nicht nur in der zweiten Liga, auch in den Ligen darunter und zuletzt sogar selbst auf einer europäischen Begegnung wie am 4.11. zwischen Borussia Dortmund und Galatasaray. Wir haben seit 1993 eine Verdopplung der eingesetzten Polizeikräfte im Zusammenhang mit Sicherheit und Fußball. Wir müssen davon ausgehen, dass lediglich 1% der Zuschauer als Gewalttäter den Fußball für ihre Bühne missbrauchen. Und wir wissen auch, es gibt eine Überlappung zwischen Gewalttätern im Bereich Sport und der rechtsextremen Szene. Die macht uns Sorgen, die scheint zu wachsen, aber wir sind noch nicht, Gott sei Dank, noch nicht so weit, dass wir von einer strukturellen Unterwanderung der Fußballszene in Nordrhein-Westfalen durch Rechtsextremisten sprechen können. Das heißt nicht, dass wir in den Bereich nicht weiter hineinschauen müssen, dass wir den vernachlässigen können. Ganz im Gegenteil, wir müssen diese Entwicklung sehr, sehr genau beobachten. Und es gibt lobende Beispiele, meine Damen und Herren. Es gibt Vereine, die ganz konsequent dann vorgehen, wenn Rechte in den Stadien sich zeigen, wenn sie ihre Propaganda verbreiten wollen. Ich nenne nur mal als Beispiel Borussia Dortmund und 1. FC Köln, die wirklich, wie ich finde, vorbildlich gegen jede Anfänge in den Stadien, was Rechtsextremismus und rechtsextremistische Propaganda angeht, sehr konsequent als Verein vorgehen und dazu auch eine klare Haltung haben. Ich glaube, dass wir als Innenminister aller Bundesländer auf der nächsten IMK ein Schwerpunktthema haben werden. Das ist, da will ich gleich noch zu kommen, die Entwicklung im Bereich Hoseger und das, was wir in Köln erleben mussten, aber zum anderen eben auch die Frage, wie kommen wir an die Redelsführer von Gewalt in den Stadien heran? Das sind nur wenige, die Gewaltexzesse inszenieren und sie steuern. An die müssen wir rankommen. Dazu werden wir auf dieser Innenministerkonferenz vermutlich einen sehr detaillierten Vorschlag vorbereiten können. Das ist übrigens auch immer ein wiederkehrendes Thema, nicht nur in der IMK, sondern natürlich auch im Nationalen Ausschuss für Sport und Sicherheit. Und das muss man loben. Es ist etwas passiert in den letzten Jahren. Vieles ist Gutes ist auf den Weg gebracht worden. Der DFB und die DFL haben die Fanprojektarbeit auf 10 Millionen aufgestockt. Ich gebe zu, dazu war nachhaltiger Druck der Innenminister und der Innenministerkonferenz notwendig. Aber sie haben das als ein Problem erkannt. Wir sind in permanenten Gesprächen mit beiden Verbänden, mit den Vereinen, wie man Gewalt, wie man Rechtsextremismus noch besser in den Stadien begegnen kann. Das war zu den Stadien, das war zum Fußball. Aber seit dem 26.10. wissen wir,
mit nach den Vorgängen in Köln. Es gibt eine neue Formation. Und die bisherigen Erklärungsmuster reichen nicht aus, um das zu erklären, was dort tatsächlich in Köln stattgefunden hat. Es gab eine Formierung aus Hooligans, gewaltbereiten Hooligans, rechtsextremistischen Hooligans, organisierten Rechtsextremisten und bis dahin eigentlich politisch Unauffälligen, die als Gewalttäter mit Körperverletzungsdelikten verurteilt waren, und zwar in einem sehr hohen Maße. Was die miteinander eint, ist ein gemeinsames Feindbild. Das ist nämlich Islamfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, das Ausleben von Aggressivität und Macho-Gehabe. Und diese Klammer für diese neue Formation, die muss uns allen Sorgen bereiten, zumal ganz offensichtlich der organisierte Rechtsextremismus in Deutschland sich einer solchen Bewegung gerne habhaft werden würde. Dem müssen wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Das wird am 11. Dezember das Schwerpunktthema der Innenministerkonferenz in Köln sein. Und ich hoffe, dort mit meinen Kollegen gemeinsam Handlungskonzepte zu entwickeln, weil das ist kein Sonderproblem Nordrhein-Westfalens. Das ist ein Problem für den Fußball und für den Rechtsextremismus insgesamt in Deutschland. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie am Pult. Herrlich. 7 Sekunden, Herr Minister. Bleiben Sie bitte am Puls, es gibt eine Kurzintervention von Herrn Kollegen Düngel. Bitte schön, Herr Düngel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, Sie haben Ihren Redebeitrag jetzt gerade damit begonnen, wo Sie auch noch mal Revue passieren lassen, dass offenbar hier im Hohen Haus sehr viel Diskussionsbedarf zu diesem Thema ist und garantiert eben die Block-1-Rede hier nicht ausreicht. Wir möchten dieses, oder ich habe dieses, diesen Beitrag als ausgestreckte Hand empfunden, verstanden, und wir möchten dieses Angebot insoweit wahrnehmen, dass wir uns gerade, oder der Kollege Olejak mit den parlamentarischen Geschäftsführern soweit verständigt hat, dass wir diesen Antrag gerne in den Innenausschuss überweisen wollen und eben heute nicht zur direkten Abstimmung bringen. Tja, Herr Minister, dann antworten Sie mal auf diese kurze Intervention. Ich antworte darauf, das ist Sache des Parlaments, dies zu entscheiden, nicht jeder Landesregierung. Ah, der kluge Antwort, Herr Minister, wie immer. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der Debatte und können feststellen, dass die parlamentarischen Geschäftsführer, ich habe das eben so registriert, Herr Olejak hat so signalisiert, damit einverstanden sind, im Namen ihrer Fraktionen zustimmen, der Änderungswunsch sozusagen der Piraten. Im Gegensatz zu dem, was sie vorher beantragt hat, beantragt sie jetzt eine Überweisung. Wer stimmt der Überweisung zu? In den Innenausschuss, sage ich noch dazu. Wer ist gegen diese Überweisung? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall, damit einstimmig so überwiesen und der federführende Ausschuss wird darüber weiter beraten. Vielen Dank. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7.